Der Wettstreit der Retro-Programmierer. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Wolfgang wollte uns demonstrieren, wie man schön Basic programmieren kann auf einem uralten Rechner, dass er vielleicht auch was lernt. Und er hat dann gleich ein Video gemacht, weil wir eben momentan coronamäßig jetzt nicht so nah beieinander sein können. Ist echt schade. Hat er mir das Video geschickt und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich pfundig. Und danach zeige ich vielleicht den Zuschauern, weil sonst wird es ein bisschen arg wenig Substanz, ne? Wie das wirklich zusammenhängt. Wie funktioniert das? Und vielleicht zeige ich es Ihnen auf einem etwas moderneren Rechner. Und plötzlich habe ich angefangen, mit dem Programm von Wolfgang ein bisschen zu spielen. Und ich habe Fehler gefunden. Und deswegen wird die Folge jetzt mehrschichtig interessant. Für Leute, die sich für alte Rechner interessieren, wird es interessant. Für Leute, die ein bisschen Basic lernen wollen, wird es interessant. Für Leute, die schöne Tassen haben. Und für Leute, die mitdenken wollen, weil ich habe es tatsächlich nochmal googeln müssen an der Stelle und bei einem Programm, das eigentlich nicht einfacher sein könnte. Aber jetzt schauen wir erst einmal rein, was Wolfgang uns zeigen möchte. So, heute machen wir mal ein ganz anderes Experiment. Dank Corona, geht leider alles nur vom eigenen Platz und nicht in der gewohnten Muppet-Show-mäßigen Duett-Version. Ich fange einfach mal an. Ich habe hier ein neues Spielzeug. Das habe ich mir aus den USA schicken lassen. Ein Rockwell AIM65. Das ist ein 6502-Experimentiercomputer, der von Rockwell direkt herausgegeben wurde. In diesem Fall in einem schicken US-amerikanischen Kunststoffgehäuse und nicht ganz unwertvoll. Was wir jetzt sehen, ist ein kleiner Ausflug in die Basic-Programmierung. Denn dieses Gerät konnte man damals sowohl in Maschinensprache als auch in Basic programmieren. Dazu muss man ihn erstmal anschalten. Dann meldet er sich mit Rockwell AIM65 und mit der Taste 5 kann man den Basic-Interpreter starten. Da wird erstmal gefragt nach der Memory Size, nach der Speichergröße, die man verwenden möchte. Da drückt man einfach Return, nimmt man alles, was man kriegen kann. Width genauso. Und schon erzählt er einem, dass volle 3566 Byte Programmspeicher frei sind. Byte 3500. Okay, das reicht für unseren Anwendungsfall. Ich habe da mal ein kleines Programm vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Basic erinnern könnt. Das war diese tolle Sprache, die Zeilennummern am Anfang der Programmzeilen hatte und wo man dann lustig hin und her springen konnte mit GoTo irgendwelche Zeilen, auch kreuz und quer und das Programm so richtig verhackstückeln. Aber es war leicht zu lernen und hat auch relativ schnell Erfolge gebracht. Ich tippe jetzt mal ein kleines Programm ein und dann sieht man mal, wie man früher sich begeistert hat an der Wahnsinnsrechenpower von so einem Gerät. Als erstes hätte ich gerne, weil es hier keinen Bildschirm gibt, dass man ja alles ausgedruckt sieht, dass man ein bisschen Platz schafft mit Print, Leerzeichen und nochmal Print, Leerzeichen. Macht der Drucker bei der Programmausführung 2 Zeilen Platz, dann machen wir in Zeile 30 eine Linie quer über den Druckbereich mit einer Schleife vor A gleich 1 zu 20, 40, Print. Nehmen wir irgendein Zeichen, was uns gefällt, eine Raute und ein Semikolon, dann druckt er nämlich direkt hintereinander. 50, Next A, das ist das Schleifenende in Basic. Und wenn man das jetzt mal ausprobieren möchte, dann kann man jetzt schon Run tippen und sieht schon mal das Ergebnis. Dann hätten wir gerne eine mathematische Schleife, nämlich 60 vor A gleich 0 zu 50, mal richtig schön lang. Jetzt berechnen wir einen Wert, den nennen wir Y, das ist immer der Variablenname, gleich 9, das ist der Offset, plus, da ist plus. Dann hätte ich gerne eine Ganzzahl, Integer vom Sinus und als Argument des Sinus nehme ich die Variable a, die ich schon aufgezogen habe in der Schleife, teile die mal durch 5, halt.
Das ist das geteilt durch 5. Multipliziere das Ergebnis mit 9 und bekomme so einen ganzzahligen Wert, der irgendwo zwischen 0 und 18 liegt. So, dann mache ich eine Schleife in der Schleife auf. Vor b gleich 0 bis zum berechneten Ergebnis. Und 90. Print. Jetzt drucken wir einfach mal einen kleinen Punkt und ein Semikolon. Und in Zeile 100 sagen wir Next B. Das heißt, er druckt jetzt so viele Punkte, wie der Sinus als Wert ergeben hat. Dann drucke ich ein Sternchen. Mache kein Semikolon, dann geht er nämlich beim nächsten Druckbefehl in die nächste Zeile. Schließe die äußere Schleife. Und weil es so schön ist, mache ich nochmal eine Schleife vor A gleich 1 zu 20. Print Lattenzaun. So, und wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe, dann sieht das folgendermaßen aus. Ich kann das nochmal anzeigen lassen mit List, das ganze Programm. Da können wir jetzt auch mal etwas näher rangehen. Und wenn wir jetzt Run tippen, dann sollte das Programm starten. Da ist der Lattenzaun. Und in jeder Zeile wird der entsprechende Sinuswert, der da berechnet wurde, grafisch dargestellt. Das macht er 50 Zeilen lang, weil die Schleife 50 lang ist. Beziehungsweise 51, es geht von 0 bis 50. Und das war's. Dann kann man nochmal Line Feed drücken. Und wenn man das früher so gesehen hat, dann war das echt eine tolle Sache. Das ist der AIM 65, programmiert in Basic. Und als nächstes steigen wir etwas tiefer ein und schauen uns mal die Maschinensprache an. Bevor wir mit dem Hauptvideo weitermachen und ich euch Wolfgangs Fehler in der Software erkläre, möchte ich euch unseren Sponsor vorstellen. Denn mit Filmora wird die Filmeditiererei total simpel. Songs, da kann sogar jemand wie Wolfgang, und das ist ja wirklich also schon ein Anspruch, seine Videos selbst editieren. Ja, sie läuft nicht auf dem C64, aber wenn ihr nachschaut, sind die Hardware-Anforderungen doch relativ moderat. Schaut mal unten auf den Link in der Videobeschreibung, um euch die Software runterzuladen. Vielen Dank an Filmora für die Unterstützung dieses Videos. Ja, das ist ja eigentlich total übersichtlich, oder? Wir haben einen Sinus, soweit, denke ich mal, hat jeder verstanden, der wird da schön ausgedruckt. Da findet man unter anderem einen Punkt, werden wir gleich sehen, wenn wir hier am C64, den ihr jetzt nicht sehen könnt, das Ganze eintipseln, wie man sich irren kann, indem man denkt, dass man ein richtiges Programm geschrieben hat, aber in dem Moment, wenn man es auf eine leicht veränderte Hardware portiert, tritt ein kleines Problem auf. Laden wir mal Wolfgangs Programm und schauen es uns an. So, ich habe das natürlich schon vorbereitet. Wir laden mal Wolfgangs Programm. Bevor jemand fragt, das ist eine Erweiterung hier, die ich auf dem C64 am Laufen habe, ist aber jetzt egal. So, das ist Wolfgangs Programm. Und jetzt schauen wir uns das mal schnell an. Run. Und Auwitzig, das habt ihr das gesehen? Ich lasse euch den Anfang nochmal, ich stopp mal. Tja, ihr seht das hier, oder? Was ist da passiert? Warum habe ich jetzt hier so einen komischen Zeilenübergang? Wolfgang hat die Schleife von 1 bis 20 gemacht, die die erste Zeile füllt. Und das ist exakt seine Zeilenlänge. Und dann gibt es natürlich einen Carriage Return, einen automatischen Zeilenüberlauf. Ich habe hier 40 Zeichen. Da er aber mit dem Semikolon die Doppelkreuze aneinander reiht, schreibe ich in der nächsten Zeile weiter. Ich muss da ein Print einfügen. Machen wir das mal schnell. Gut, das ist simpel. Wir machen einfach zwischen Zeile 60 und 70, also hier machen wir ein Print rein. Zeile 65,
Print. Und der Bug ist gefixt. Das war einfach. Ist das jetzt alles? Ja, Moment, schauen wir es uns nochmal an. Da fällt mir was auf. Und zwar hier. Das Ganze sollte doch bis 0 runtergehen. Warum geht das nicht bis 0 runter? Jetzt müssen wir doch das Programm ein bisschen genauer anschauen. Wir haben hier erst einmal Basic Print. Print gibt einfach nur Zeichen aus. Hier werden wir einfach nur ein Zeichen ausgeben. Warum? Er müsste hier eigentlich auch keine Spaces machen, weil er hier eigentlich zwei Leerzeilen macht. Kann sein, dass es bei seinem Rechner notwendig ist. Beim C64, habt ihr gesehen, reicht ein normales Print. So, jetzt ist es natürlich total unübersichtlich. Deswegen würde ich sagen, machen wir auf Zeile 25, machen wir noch einen Doppelpunkt rein. Machen wir es einmal so. Und hier gibt er einfach 20 Doppelkreuze aus in dieser For-Next-Schleife hier. For A gleich 1 to 20, also A zählt von 1 bis 20. Der Befehl dazwischen wird A mal, also 20 mal ausgeführt. Dann kommt Next, das hier schließt die Schleife. Man hätte jetzt hier auch einfach ein Print mit 20 Doppelkreuzen machen können, ist aber jetzt nicht schlimm. Jetzt habe ich hier das Print eingefügt und jetzt sehen wir hier für die Zeile 66 wieder ein Doppelpunkt. Der Doppelpunkt macht eigentlich gar nichts, ist nur ein Befehlstrenner. In dem Fall hier bringt es das, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Übersicht haben. So, und jetzt wird es interessant. Y gleich 9 plus int Sinus A durch 5 mal 9. Was macht das? Sinus liefert Werte von minus 1 bis plus 1. Also hier ein Bereich von minus 1 bis plus 1, der mal 9, also minus 9. Bis plus 9 und plus 9, also habt ihr noch mitgedacht, seid ihr noch da, von 0 bis 18. Okay, jetzt machen wir wieder einen Trenner rein, weil, so, von 9, also der hier liefert einen Zahlenbereich von 9 bis 18 und passt auf, ich werde euch irgendwann mal aufs Glatteis führen. Okay, 0 bis 18, passt. Hier wieder eine Schleife, for b gleich 0 to y, y ist von 0 bis 18, da macht er dann Punkte. Next B, jetzt können wir hier keinen Trenner mehr reinmachen, weil hier sind uns die Zahlennummern schon ausgegangen. Das ist so eine extrem eklige Eigenart von dem C64 Basic. Das normale Betriebssystem von C64 hat kein Renumber. Bei einem Renumber kann man hier die ganzen Zahlen, die ganzen Zeilennummern ändern. Und die Zeilennummer, die haben wir jetzt hier gar nicht gebraucht, weil wozu ist die Zeilennummer gut? Naja, wenn ihr ein Go-To machen wollt. Oh, Go-To ist böse. Nein, in Basic ist das ganz normal. Hier wird auch wirklich zeilenweise editiert. Ihr habt es ja vorher gesehen, wenn ich die Zeile 81 eingebe, dann wird die hier auch einfach überschrieben. Das hier ist übrigens auch kein, wenn ich jetzt hier auf F1 drücke und der List macht, ist das auch kein normales C64-Gehabe. Der Halbprofi schreibt für List, also der Vollamateur schreibt List. Ich will das Programm ausgeben. Es geht aber auch L, also der erste Buchstabe, und Shift, der zweite, sieht dann so aus, ist List. Geht auch bei Run auch so, R. Shift-U, Run. Und so lassen sich beim C64 übrigens alle Befehle abkürzen. Wenn ihr zum Beispiel ihr könnt ein Poke 53280, das ist die Hintergrundfarbe, Komma 1 machen. Langweilig, er macht P, Shift-O, 53280,0. Geht genauso. Diese Befehle werden beim Programm nachher expandiert. Wir können eine Zeile 100 machen mit einem Print-Befehl. Da man Print so oft braucht, ist das das Fragezeichen. Das ist die Abkürzung für Print. Wenn ich jetzt hier ein List mache, steht hier wieder Print. Auch, ich komme ein bisschen vom Team ab, das Ganze ist eine Interpretersprache. Ihr könnt auf der Kommandozeile alles machen. Ihr könnt Print Hallo machen, was nicht sehr sinnbringend ist. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich habe euch ja gerade erklärt, dass in der Zeile 81, da machen wir jetzt mal den Trenner rein, so, dass hier ja so viele Punkte gemacht werden, wie der Sinus hier ausgibt. Also es wird eingerückt um die Anzahl von Punkten. Und dann kommt das Sternchen. Was kommt raus? Warum geht er hier nicht auf 0? Ich habe doch gerade vorgerechnet. Er sollte bis 0 gehen. Warte, verdammt. Ein paar von euch haben es jetzt wahrscheinlich schon gerafft. Wenn y gleich 0 ist, wird das ist es dieser Schleife völlig egal, weil die Schleife wird auf jeden Fall einmal durchlaufen. Das haut also nicht hin. Also müssen wir das Ganze ein bisschen umbauen. Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet. So, ich habe die Zeilennummern jetzt da unten ein bisschen entkrampft, weil jetzt haben wir das Problem, diese Schleife hier darf nicht durchlaufen werden, wenn y 0 ist. Naja gut,
Jetzt machen wir eine Zeile 95 rein aus Gründen. Unter Basic ist das einfach nur ein if, wenn y gleich 0, then. Und hinter dem then können Befehle oder eine Zeilennummer stehen. Und wir überspringen dann einfach die Schleife und gehen direkt zum print, then 130. So, das sieht jetzt so aus. Ist natürlich mods unübersichtlich. Also machen wir 94. Noch so ein Ding. So. Also furchtbarer Stil, aber es müsste funktionieren. Wenn jetzt hier das y eine 0 hat, dann überspringen wir die Schleife, die ja hier eh keinen Sinn hat. Machen wir noch 131 wieder. So, jetzt hat er. Und jetzt schauen wir, was passiert. Also die ganze Kurve kann jetzt oszillieren. Von 0 bis, wie weit geht sie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Jetzt interessiert mich aber noch, weil ich neugierig bin, welche Zahl wird denn da wirklich ausgegeben? Also welche Zahl hat denn y? Ich kann jetzt einfach hinter diesem Print, wo das Sternchen gemacht wird, ein y schreiben und dann wird es einfach dahinter ausgegeben. So. Und jetzt sehen wir etwas ganz Interessantes. Hier steht eine 17. Aber das Peak sollte doch bei 18 sein. Und vor allem, warum ist das hier 5 Knödel breit? Das ist komisch, oder? Schauen wir uns das Programm nochmal an. Der Sinus hier hat ja, fängt ja bei 0 an. Also der Sinus von 0, Sinus ist so eine Kurve hier. Der Sinus hat bei 0, und wir reden ja jetzt hier in Rad, hat den Wert 0 und bei Pi halbe hat er den Wert 1. Wir können ja auf der Kommandozeile das mal ausprobieren. Print Sinus von Pi ist 3,14. Also Pi halbe ist 1,57. Was ist dann der Wert von Sinus? Der ist 0,99999 und so weiter. Jetzt hat Wolfgang hier aber in seiner Schleife A von 0 bis 50 laufen lassen. Welche Werte werden denn bei dem A durch 5 eigentlich durchlaufen? Kommen wir hier überhaupt auf das Pi halbe? Also wir müssten 1,57 mal 5, das wäre 8. Also 7 ist zu klein, 8. Also 8 Fünftel wird er durch, er wird 7 Fünftel und 8 Fünftel durchlaufen. Wie nahe kommen wir da überhaupt an den Wert 1 ran? Bei 7 Fünftel kommt er auf 0,98 und bei 8 Fünftel auf 0,99. Ja gut, das ist doch eigentlich hinreichend nahe an 1, oder? Er müsste also beim Wert a gleich 8 auf 1 kommen. Tut er das? Machen wir mal hier, bauen uns jetzt hier eine Debug-Ausgabe. Wir haben keine andere Möglichkeit, also geben wir einfach mal A und dann noch ein Leerzeichen. So kann man das einfach aneinander rein und dann Y aus. So. Was passiert? Ich kann ja mit Runstop kann ich das Programm anhalten. Wir sehen, dass beim Wert von 8, da haben wir rausgekriegt, da müsste es 1 werden. Da kommt trotzdem 17 raus. Warum? Was tut ihr hier? Hier muss irgendwo ein Fehler sein. Inzwischen habt ihr noch vielleicht gefunden. Da haben wir rausgekriegt, da kommt 0,99 bla bla raus. Das mal 9 gibt, sagen wir so, fast 9. Und das int hier rundet die Klammern, den Klammerinhalt, und das tut es eben nicht. Es rundet ab zur nächst kleineren Zahl. Das heißt, 8,99999999 wird zu 8 abgerundet. Das ist keine mathematische Rundungsfunktion hier. Deswegen passt es nicht. Ja. Jetzt muss man bei solchen Sachen überlegen, was tut man? Man kann sich jetzt einfach doof stellen und diesen Bereich hier einfach ein bisschen was dazu zählen, wird schon passen. Funktioniert das? Oder funktioniert es nicht? Das andere Extremum, was man betrachten muss, sind negative Zahlen. Das wird ja bei minus, also wenn der Sinus beinahe minus 1 wird, dann muss ich ihn ja auch in die richtige Richtung pushen, oder nicht? Ja, das ist jetzt ein Experiment. Normalerweise macht man das so, dass man ab dem Moment, wenn man sowas hat, eine Fallunterscheidung macht. Also man kann das Ganze ein bisschen entkrampfen und dann einfach sagen, ich kopiere jetzt mal die Zeile 80, indem ich jetzt einfach so, jetzt habe ich die Zeile kopiert, weil ich einfach eine andere Zeilennummer davor geschrieben habe. Ich möchte ein Zwischenergebnis abspeichern, nennen wir es einfach mal Zwerg. Zwerg ist, also Zwerg für Zwischenergebnis, Zwerg ist a durch 5 mal 9 und y ist int Zwerg plus 9. Das sollte dasselbe Ergebnis liefern wie vorher.
Und jetzt hat jemand einen Fehler gemacht. Ah. Sinus a durch 5 mal 9. Wenn man sich vertippt hat, ich habe jetzt drüber geschrieben einfach und noch nicht Enter gedrückt hat, kann man einfach wieder List machen. MC64. Und dann muss man halt auf Insert gehen, sich Platz schaffen, Sinus davor schreiben, Enter. So. Und jetzt funktioniert der ganze Spaß also genauso wie vorher. Und jetzt können wir experimentieren. Zeile 81, ich mache es jetzt einfach und sage Zwerg gleich Zwerg plus 0,1. Das müsste ihn ja eigentlich über diese Grenze pushen. Also wenn E0 drin steht, wird es auf 0,1. Das macht keinen Unterschied. Aber wenn 0,99 drin steht, müsste es ihn über die Grenze pushen. Was passiert? Aha, wir haben hier eine 18 und wir haben hier eine 0. Da haben wir Glück gehabt. Das funktioniert jetzt aber eher ungeplant für die meisten, also für mich, weil wenn man hier nicht aufpasst, muss man normalerweise den negativen Pfad extra betrachten. Der negative Pfad können wir ausprobieren. Minus 8 Fünftel gibt minus 0,999. Das ist ja wieder nicht 1, also minus 1. Da müsste man doch jetzt auch dementsprechend minus 0,1 rechnen, damit der umschnackelt auf den nächsten Wert. Ist aber nicht so, weil das Int so definiert ist, dass es auf die nächst kleinere Zahl abrundet. Oder ja, abrundet. Das können wir jetzt über diskutieren. Deswegen passt das jetzt hier. Wenn ihr sonst sowas macht. Hä? Jetzt habe ich mich selbst unterbrochen, weil ich kurz irritiert war. Weil hier steht nämlich, es ist euch sicher aufgefallen, Zwerg und hier steht Zwerg. Und das ist die Macht der Gewohnheit. Basic am C64 unterscheidet nur die ersten beiden Zeichen. Normalerweise unter C oder sonst einer vernünftigen Programmiersprache wäre das jetzt, hätte das einen Fehler gegeben. Die Variablen wären unterschiedlich gewesen. Für ihn ist das aber das Gleiche. Ich wollte gerade sagen, dass wenn ihr solche Runderei macht, beachtet den Negativpfad. Ihr müsst normalerweise hier noch zwei Ifs reinmachen, die diese Runderei, wenn es Runden ist, ist es klar. Normalerweise ist es ja ein Truncate, was man da auch machen kann. Und da muss man dann positiven und negativen Pfad trennen. So, und jetzt können wir unsere Debug-Ausgabe wieder hier wegmachen. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann sieht man, habt ihr das da oben gesehen? Ne? Also er hat hier jetzt auch ein Maximum, wie hier zum Beispiel. Ich mache wieder einen Stopp. Ne? Da hat der Sinus auch sein Maximum. Das war in Wolfgangs Programm nicht drin. Ich habe mir jetzt mit meiner Debug-Funktion, also mit meiner Variablenausgabe, nochmal das Minimum angeschaut, weil das hat mir auch nicht gefallen. Ne? Minus 7,7, minus 8,4, minus 8,8. Aber das passt, der macht halt hier so dämliche Schritte, dass hier das Runden hier wirklich zu minus 9 führt. Und wir haben hier ein 4 Punkte breites, tiefes Minimum. Also kein Spitzle. Da kommt uns halt jetzt hier die Auflösung relativ negativ in die Quere. Ist so, ist kein Fehler. Ja, so sieht das aus, wenn man das richtig macht auf einem gescheiten Computer. Und weil es so schön ist, werden wir jetzt die Endlösung abspeichern. Und wie ich gerade gesehen habe, ganz stilecht auf einer Diskette, die ich noch von Hand vor wahrscheinlich 20, 30 Jahren gelocht habe, damit man sie auch auf der Rückseite verwenden kann. Ich fand es ganz spannend, weil ich habe es natürlich wieder mal total unterschätzt. Ich habe mir gedacht, mo, zeig mal den Leuten, wie es am C64 aussieht, loben diese geniale Maschine und dann ist auch schon gut. Dass das Ganze, dieses wirklich lächerliche Problem, ihr merkt, es ist wirklich lächerlich eigentlich, eskalieren kann, wenn man einigen Stellen genauer drüber nachdenkt, seht ihr jetzt. Und ihr seht auch, wie man Hardwareabhängigkeiten plötzlich kriegen kann. Ich hatte so eine ähnliche Hardwareabhängigkeit wie Wolfgang jetzt mit dem Zeilenübergang bei einem 4x20 Display. Und da gab es einen minimalen Befehl. Und ich glaube, es war eine Differenz. Es ist ja immer derselbe Controller. Der eine wird vielleicht abgekündigt oder der Lieferant hat ihn voll kompatibel zu einem gleichen Preis. Und da gab es ein witziges Ding. Man kann auch mit dem Cursor da hin und her laufen. Und ich hatte irgendwas in der Art gemacht, dass ich in der letzten Zeile mit dem Cursor 1 nach rechts gesprungen bin und da ist nichts mehr. Und dann wieder 1 zurück. Das war halt Teil des Programms. Bei dem alten Controller hat es funktioniert, beim neuen hat es unter den Bedingungen ein anderes Ergebnis geliefert. War kein Problem, das zu fixen. Das Doofe ist, ihr merkt es nicht und plötzlich unter bestimmten Betriebsbedingungen sehen Geräte anders aus. Das ist genau hier, ich deute auf den Monitor, hier passiert. Auf einem anderen System funktioniert das so nicht.
Tja, Dominik, da hast du wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Oder doch, also ich habe auch eine schöne, mit Eule. Prost. Ah. Ja, Breaking News. Covid-19 geht nicht nur auf die Lunge, nein, Covid-19 geht auch auf die Rübe. Und das äußert sich manchmal darin, dass betroffene Opfer sich jede Mühe geben, in völlig irrelevanten Programmen anderer Leute Fehler zu suchen. Besonders gut gefallen hat mir die Bemerkung, Moment, dass ich nicht falsch zitiere. Jetzt hat jemand einen Fehler gemacht. Wer dieser jemand wohl gewesen sein könnte? Ich war es diesmal nicht, aber egal. So, grundsätzlich hat Dominik ja recht. Das Programm war nicht sauber programmiert. Das Programm hatte gewisse Fehler. Das Programm war nicht perfekt. Aber es hat innerhalb von 10 Minuten gezeigt, was man aus so einer alten Kiste rausholen kann. Und eigentlich passt der IM65 viel besser zu mir, weil die Variablen haben alle nur einen Buchstaben. Und da kann man viel weniger falsch machen. Zum Beispiel die letzten Buchstaben von langen Variablennamen vergessen und nachher sagen, ach, das ist mein C64, konnte das ja gar nicht erkennen, weil da achtet er sowieso nicht drauf. Ja, back to the roots, so einfach wie möglich, so dass es auch bei mir funktioniert. Fehler gefunden. Oh my God. Aber trotzdem toll. Ich finde den Film bis jetzt ganz gut. Zeigt so ein bisschen, dass wir in manchen Dingen unterschiedlich sind, aber ist ja auch egal. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Ich hatte meinen auch. Und ich bin ja für Kritik offen, wenn sie nicht von dir kommt. Also, in diesem Sinne, Maschinensprache werde ich mich besser vorbereiten. Ich sehe ja, ich stehe hier unter Beobachtung. Und wer weiß, was dieser Virus noch alles anrichtet bei manchen Zeitgenossen. Wir werden sehen. Leute, lasst es euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, was ihr so denkt und was ihr gerne von uns noch sehen möchtet. Und wir machen einfach das Beste aus der Situation. Ich baue Fehler ein, damit Dominik auch was zu finden hat. Und ihr habt Spaß beim Zusehen. Also, macht's gut. Ciao. Hat's euch interessiert? Hoffentlich schon, weil wir wollen noch ein bisschen weitermachen, aber wir wollen eher jetzt mal in Richtung Assembler gehen, weil das Hardware näher ist. Weil Basic, wer programmiert das denn heute schon? Bis zum nächsten Mal. Ach so, ich wollte noch sagen, ihr könnt alles Mögliche hier noch abonnieren. Ne? Ich habe mehrere Kanäle inzwischen. Ich habe einen Filmkanal, ich habe einen Kanal, den wir jetzt den Lava-Kanal nennen. Und da unten ist garantiert ein Video, das euch interessieren wird.